Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mutufuzzi. Ja, heute sind wir wieder mit der piependen grauen Maus unterwegs und wir fahren hinter den Berg und wollen einen Helm von meiner Freundin kaufen. Und schauen wir mal. Eigentlich haben sie mir die Erlaubnis gegeben, da drin zu filmen. Aber naja, ist schon wieder ein paar Wochen her. Deshalb müssen wir mal sehen, ob das klappt. Und dann kann ich euch da vielleicht noch ein Stück mit reinnehmen. So, wie gesagt, wir fahren nach Alaurin. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. De la Torre oder so. Ich bringe immer durcheinander, weil es zwei oder drei verschiedene Alaurins gibt da hinter dem Berg. Und da gibt es so einen größeren Motorradzubehörladen, also für Motorradbekleidung und so. Was anderes gibt es hier eigentlich nicht in unserer näheren Umgebung, wahrscheinlich dann erst wieder in Barcelona oder so. In Deutschland gibt es hier überall Louis oder Louis oder wie sie heißen und Polo. Und hier gibt es nur einen größeren, alles andere sind irgendwelche kleinen Klitschen. Und da habe ich auch hier meinen Motorradanzug oder wie man sagt, gekauft vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren oder so alt ist das Ding schon wieder. Und die haben immer eine ganze Menge Auswahl, natürlich auch an Helmen. Vielleicht haben sie irgendwelche Sonderangebote. Und mal sehen, ob wir da irgendwas Schönes für mit Miss Kitty oder so finden. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob sie offen oder geschlossen haben will, muss man nochmal nachfragen. Und ansonsten, ja, geht es jetzt erstmal kurz auf die Autobahn. Und dann fahren wir nach Alaurin. Und ja, das wird wahrscheinlich so 20, 30 Minuten oder so dauern. Ich melde mich dann vielleicht ab und zu mal. Ich hoffe, der Akku geht nicht aus. Und ich werde dann, wenn wir da ankommen, erstmal kurz fragen, ob ich da rein kann mit der GoPro. Ich mache dann schnell die GoPro. Ist am einfachsten. Und ist alles ziemlich verwinkelt. Ist irgendwie da so im Industriegebiet, wo sie da einige Räume nach und nach noch mit aufgekauft haben. Und deshalb ist das alles etwas verwinkelt und keine große Halle. Aber naja, für euch vielleicht einfach mal interessant zu sehen, wie es hier bei mir aussieht. Bei euch, wie gesagt, ich war ja auch einmal in einem oder zweimal in einem Motorradladen da in Berlin und das ist natürlich was ganz anderes. Da gibt es Windtunnel, wo man den Helm testen kann. Das ist natürlich eine tolle Sache. Sowas gibt es bei uns hier alles nicht. Da muss man einfach den Helm nehmen, friss oder stirb. Und ja, so ist das. Und da fahren wir jetzt mal hin und schauen mal, ob die da irgendwas Schönes haben. Ja, wie ich habe heute noch einen Tontest, einen Soundcheck-Tontest mit der Z900 gemacht. Hat Gott sei Dank geklappt, weil ab und zu funktioniert ja mein Stecker hier irgendwie nicht. Und da war das super, also auf Naked zu fahren, auch auf der Autobahn. Keine Verwirbelungen, das hat mir richtig Spaß gemacht. Aber ja, ich bin halt der Windschutzverwirbelungsspezialist hier oder Fetischist, wie auch immer. Und aber Naked für mich hier in Spanien bei diesen Geschwindigkeiten absolut in Ordnung. Also hat man einen guten Luftfluss oder wie man sagt. So, ich muss auch sehen, wie es mit dem Bildwinkel oder Blickwinkel oder wie das heißt, hier von der GoPro an meinem Helm wird, denn ich hatte sie jetzt letztens etwas zu hoch eingestellt. Ich finde es immer gut, wenn man auch das Armaturenbrett sieht, dann hat man irgendwie einen besseren Bezug und nicht, wenn man da nur so über die Straße gleitet, ohne vorne irgendwas zu sehen. Und ich hoffe, das ist jetzt alles besser drauf. Leider verschiebt sich meine GoPro hier am Helm leider immer, weil diese Schrauben, das ist ja alles nur Plastik und das muss ich ab und zu immer so nachspannen.
Und hier ist wieder der Stau, den ich auch schon vermutet habe. Hier ist auch immer ein Stau. So, das sind alles hier irgendwelche Umgehungsstraßen. Man könnte natürlich auch direkt durch diese Orte da fahren. Aber ich glaube, da dauert es noch ein bisschen länger. Und dann da hinten kurz am Gefängnis links ab, da müsste es dann sein. Aber hier könnte es sein. Ja, hier müssen wir links, okay. Da sehe ich schon ein Motorrad fahren, das fährt da bestimmt hin. So, wir sind jetzt hier bei Motos Garrido und wir gehen jetzt mal rein und ich zeige euch mal ein bisschen. Ich musste erstmal, hat ewig gedauert, bis mir jemand die Zustimmung gegeben hat hier zum Film. So. Thank you.
wir sind wieder zurück aus dem Laden. Ja, ich dachte, ich kann noch ein Video mit Fabian machen. Fabian ist so ein Halbdeutscher mit deutscher Mutti oder deutschem Vati. Und der arbeitet jetzt seit einem halben Jahr da bei Motos Garrido. Und ich dachte, er kann uns rumführen. Er meinte, er darf nicht aus der Abteilung raus. Oh, alles immer ein bisschen merkwürdig, ne? Ich bin sehr froh, dass ich Freiberufler bin. Ja, der war sehr nett und hat uns natürlich da auch noch beim Helm geholfen. Ich glaube, wir hätten eine Nummer kleiner nehmen sollen, aber meine Freundin wollte unbedingt, dass das nicht so eng ist. Aber enger ist immer besser beim Helm, aber naja, okay, sie wollte das halt so. So, jetzt haben wir einen schönen kleinen Helm, glaube ich, gekauft. Und vielleicht kann ich den ja gleich nochmal zeigen, wenn wir absteigen. Ich wollte nochmal kurz zur McDonald's ranfahren. Ja, ansonsten eigentlich ganz positiv jetzt verlaufen. Am Anfang war es wieder ein bisschen sehr komisch, weil ich habe gefragt an der Kasse, ob ich filmen darf. Und ich habe das mit Guillermo besprochen und keiner kannte ihn, weil ich spreche da natürlich immer alles falsch aus. Keiner wusste, was ich meine. Und dann haben wir, Guillermo ist im Verkauf da von den Motorrädern, haben wir ihn dann getroffen durch Zufall. Der spricht auch ein bisschen Englisch. Und der hat dann doch nochmal den Chef gefragt, Mann, ist das alles kompliziert, Leute. Und der hat dann gesagt, okay, ich darf filmen im Laden. So, jetzt habe ich euch einen kleinen Film noch gezeigt. Ja, Guillermo im Verkauf, das ging da um die Woge 650. Woge hat wohl gesagt, eigentlich durften noch gar keine Probefahrten gemacht werden. Denn einen YouTuber kenne ich schon, der das gemacht hat. Und ich wollte ja jetzt auch die Probefahrt machen. Und da haben sie gesagt, nein. Also, weil irgendwie die offizielle Vorstellung noch nicht war oder ist, ja. Arschloch. Mann, ey. Bei durchgezogener Linie will er jetzt ein bisschen schneller vorankommen. Oh, ich hasse solche Leute. Mann. Dicker, fetter Volvo. Ja, und das heißt, wenn die dann frei ist, diese Woge, dann darf ich sie dann Probe fahren. Und der hat auch eine Meteor. Da meinte er, ja, die haben wir eigentlich aus dem Laden da in Malaga. Das ist gerade der Laden, mit dem ich mich verkracht habe. Sag ich, ja, vielleicht kannst du ja noch was, ein Wort für mich einlegen. Ich würde die auch gerne vorbefahren, die Meteor. Und ja, naja, er hat meine Telefonnummer aufgeschrieben, aber ich weiß das ja immer. Die sind alle so beschäftigt. Die rufen mich doch nie an, wenn da irgendwas ist. Aber da muss ich halt da ein paar Mal noch nachfragen. Zumindest habe ich jetzt eine Kontaktperson. Habe auch Fabian da im Helmverkauf. Und vielleicht kommt man mit denen ein bisschen besser zurecht. So, das war alles. Helm ist gekauft. Ich hoffe, ich werde sie gleich nochmal fragen, ob alles positiv ist. Ansonsten war das unser Helmkauf und Vorstellung von Motos Garrido in Alaurin della Torre oder irgendwas oder Grande oder wie das heißt. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Motofuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.